Nachholspieltag in der PSD Bank Arena in Frankfurt. Der FSV empfängt Steinbach-Haiger, eine Partie, bei der man für den Begriff Spitzenspielcharakter eigentlich keine 5 Euro ins Phrasenschwein einzahlen muss. Denn die Gäste in Rot, der Tabellenzweite, zuletzt mit einem Achtungserfolg 3:0 gegen die Kickers Offenbach, einem direkten Konkurrenten im Aufstiegskampf, dagegen die Hausherren im schwarzen Heimdress in Anführungsstrichen nur auf Platz 6. Aber mit 3 Spielen in der Rückhand bei maximaler Punkteausbeute kann man selbst auf Platz 2 springen. Die ganze Liga schaut also nach Frankfurt und ganz Steinbach-Haiger schaut auf diesen Kopfball von Arif Gütschlü, der schon im letzten Spiel gegen seinen Ex-Club Schott Mainz per Lupfer den FSV auf die Siegstraße geführt hatte. Doch diese Straße in diesem Spiel erstmal einspurig und führt in Richtung Steinbach-Haiger. 12. Minute, Traumstart für den TSV. Serhat Ilhan, 0:1. 5. Saisontor für den 24-Jährigen und die Führung ist verdient. Die Gäste in den ersten Minuten griffiger, anders als der FSV, der hier gar keine Zuordnung im Strafraum hat. Ilhan braucht nur noch reinklatschen lassen und als Belohnung gibt es die Umarmung von Trainer Adrian Alipur, der bisher allen Grund hat, Zärtlichkeiten mit seiner Mannschaft auszutauschen, denn die ist schließlich seit 5 Spielen ungeschlagen und auf dem besten Weg daraus eine 6 zu machen. Denn Steinbach schaltet nach der Führung nicht runter. Im Gegenteil, Vollgasfußball der Mittelhessen in Richtung Daniel Endres. Das ist Sascha Marquette. Durchschnaufen bei Frankfurt. Während Marquette nach der Chance noch die Luft anhält. Erst Glück in der Entstehung und dann Glück, dass Daniel Endres heute Morgen im Bad nicht die Fingernägel geschnitten hat. Denn sonst stände es jetzt 2:0. Danach wird es aber schludriger im Spiel beim TSV und der FSV kommt zu Chancen. Straub an den Pfosten, Steinbach klärt. Nee, denkst du, da kommt noch was aus der zweiten Reihe? Und sie wissen, wo sie sich bedanken müssen. Zum einen bei Raphael Kotschor und zum anderen beim metallernen Freund und Helfer in Weiß. Dieser Schreckmoment sitzt dem Tabellenzweiten die nächsten Minuten tief in den Knochen. Ganz anders Frankfurt, die mit aggressivem Pressing und der nächsten Chance durch Andukelati. Starke Aktion vom 18-Jährigen in seinem 9. Regionalligaspiel. Und wer jetzt mehr sehen möchte aus der Kategorie Steinbach-Haiger, bringt sich selbst in Bedrängnis. Der muss dranbleiben, denn Raphael Kotschor mit einem Katastrophenpass. Arif Gütschlü und Kotschor bügelt den Fauxpas selbst wieder aus. Mohamed Alavi arbeitet währenddessen aber schon mal am zweiten Standbein als Greenkeeper. Kotschor mit Glück, dass Gütschlü den Ball nicht richtig trifft. Adrian Alipur, nach der wechselhaften Leistung seiner Mannschaft, geht er mit gemischten Gefühlen in die Kabine. Selbes gilt für Arif Gütschlü, eigentlich der beste Frankfurter. Aber vor dem Tor, da will es noch nicht so klappen. In den zweiten 45 Minuten ist aber erstmal was anderes relevant, nämlich dass Straub hier zu Boden geht. Und nun, ja, was passiert nun? Schiedsrichter Marc-Philipp Eckermann hat eine Karte in der Hand und die hat nicht die Farbe vom Gästetrikot. Die Verwarnung zu wenig aus Sicht der Frankfurter, eine knifflige Entscheidung. Aber eigentlich wäre ein Platzverweis hier die logische Konsequenz, auch nach Meinung des Schiedsrichterbeobachters vor Ort. So bleibt Steinbach-Haiger aber komplett und hat nach dieser Ecke vom FSV auf einmal eine gute Konterchance. Daniel Endres, der steht fast in Offenbach. Das Tor komplett verweist. Pirouette um den Ball. Und dann entscheidet er sich, doch noch einzugreifen. 1,5 Meter trennen ihn da von einem Platz in sämtlichen Jahresrückblicken. Sein Trainer Thomas Brendel kann darüber nur verärgert den Kopf schütteln. Dabei läuft es für die Hausherren doch gar nicht schlecht in Halbzeit 2. Während man gerade zu Beginn des ersten Spielabschnitts noch mit sich selbst und dem Gegner zu kämpfen hatte, sind sie jetzt voll da. Vielleicht auch etwas zu viel, denn wir achten auf den 5-Meter-Raum von Steinbach-Haiger. Da liegt Sören Eismann. Das Spiel geht trotzdem weiter und die Frankfurter, ja, die machen es sogar nochmal richtig gefährlich. Raphael Kotschor taucht ab, dafür steigen im Anschluss die Gemüter umso schneller. Rudelbildung, Eckermann muss zusehen, dass ihm das Geschehen nicht entgleitet. Eismann mit blutiger Platzwunde im Gesicht nach Regelwerk hätte Eckermann die Partie sofort unterbrechen müssen. Das Spitzenspiel geht in die letzte Viertelstunde und Frankfurt will jetzt diesen Ausgleich
Leonhard von Schröter regt sich noch auf über seine vergebene Chance, aber das braucht er gar nicht, denn der Ball ist trotzdem hinter der Linie. Und wer auch sonst, außer Arif Gütschlü. 13. Saisontor, das verdiente 1:1 für die Jungs vom Bornheimer Hang. Und Arif Gütschlü, der steigt einfach höher als alle anderen. Was haben die Gäste jetzt noch im Tank? Gibt es noch genug Treibstoff für den Motor Steinbach-Haiger? Ja, wenn es nach Kevin Lahn geht. Aber Daniel Endres, der steht nicht im Halteverbot und macht daher genau das. Die letzte Chance der Partie gehört auch den Gästen. Ist das der Last-Minute-Lucky-Punch? Nee. Und so endet das Spitzenspiel der Regionalliga Südwest. 1:1, Adrian Alipur. Sein Gesicht zeigt nicht gerade den Anschein von purer Zufriedenheit. Frankfurt freut sich hingegen über die eigene starke Leistung. Ja, wir haben ein sensationelles Spiel heute abgeliefert. Wir waren über weite Strecken des Spiels absolut tonangebend, haben Steinbach hier dominiert, muss man ja schon sagen. Haben hier wirklich einen beherzten Kampf abgeliefert und hätten in der ersten Halbzeit schon unsere Chancen besser nutzen müssen. Ich glaube, wir haben 4, 5, 6 hochkarätige Möglichkeiten gehabt. Gehen dann durch die einzigste Chance von Steinbach in Rückstand, laufen dem Rückstand auch so ein bisschen hinterher über das ganze Spiel, ne? Und machen aber dann völlig verdient ja noch den Ausgleich. Und unterm Strich muss man sagen, Spielverlauf war es zu wenig. Aber wenn man bedenkt, dass wir hier gegen die TSV Steinbach gespielt haben, können wir sicherlich mit dem Punkt leben. Aber ein bisschen ärgern können wir uns auch. Diskussionen gab es auch noch um die Entscheidung des Schiedsrichtergespanns. Also, ja, da kann man sich jetzt streiten. Natürlich kann man jetzt sagen, die Jungs müssen den Ball ins Ausschießen. Der Sören Eismann von uns hat da eine Platzwunde. Ich weiß nicht, wie das Regelwerk da ist, ob der Schiri nicht vielleicht auch das Spiel abpfeifen kann, wenn der Junge eine Platzwunde hat. Die spielen da weiter. Wir sagen 10-mal, das schießt einer, wird der geblockt. Dann sagen wir immer noch, hey, schieß mal ins Aus. Dann bremst der eine da ab, zieht dann noch mal komplett aufs Tor. Er war jetzt natürlich nicht die komplett feine englische Art, aber ja, das ist Regionalliga-Alltag, denke ich. Nach dem Spiel also auf beiden Seiten noch Gesprächsbedarf. Und am Ende steht trotzdem das 1:1, mit dem beide mehr oder weniger gut leben können.